Hallo, grüß dich, Servus. Heute schauen wir uns mal an die Matrix der Bedarfsanalyse, ja, also das Grundprinzip. Und es ist eigentlich eine recht simple Matrix, die aus sechs Feldern besteht, mit jeweils beschriftet an der Y- und an der X-Achse. Und auf dieser wirklich sehr simplen Matrix besteht letztendlich jegliches Modell der Bedarfsanalyse und Bedarfsanalyse ist letztendlich auch ein Grund. Der Grundstock einer jeden Kaufentscheidung. Ja? Also, die habe ich jetzt auch selbst erfunden. Von daher, zum ersten Mal nutze ich auch dieses Zeichenbrett hier. Also schauen wir mal, wie es funktioniert. Heute bin ich einfach ein bisschen experimentierfreudig. Also, wir haben hier, also nochmal ganz kurz zum. Ich nehme jetzt nochmal kurz das Thema Funnel. Da habe ich auch schon ein Video dazu gedreht. Könnt ihr euch nochmal anschauen. Was ist genau ein Funnel? Ein Funnel ist nichts anderes als ein Trichter. Ne? Also das zeichne ich jetzt nochmal ganz kurz auf. Also Funnel. Oh je, okay, das hatte ich vielleicht. Naja, besonders hübsch ist es nicht hier zu zeichnen, aber wir schauen mal, wie wir damit jetzt zurechtkommen. Das hier ist sozusagen ein Funnel. Ja, okay, wunderschöne Zeichnung. Das Schöne daran ist immer, dass, oder das Einzigartige an einem Funnel ist immer, dass wir letztendlich hier, also von oben nach unten geht es, ja. Das heißt, wir stecken hier oben Interessenten rein. Interessenten. Ja, ui, ist das schön. Das ist ja wunderbar. Und hier oben kommen, hier unten kommen dann gegebenenfalls, je nachdem, um welchen Funnel es jetzt hier sich gerade handelt, Kunden raus. Ja? Und das hier unten ist immer weniger als das, was hier oben rauskommt. Und das, als was hier oben reingeht. Und das sozusagen habe ich jetzt auch zeichnerisch versucht darzustellen. Okay? Also, das ist das A und O und die Conversion-Rate, also die Konvertierungsrate, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt auf Deutsch am besten sagt, also Konvertierungsrate ist letztendlich das Verhältnis von Interessent, ja, sagen wir mal, hier sind 100 rein. Zu Kunde, ja, sagen wir mal, hier sind 10 raus. Dann habe ich hier, das entspricht logischerweise 10%, ne? Und warum ist das so ein wichtiger, hast du vielleicht öfter schon mal gehört, Conversion-Rate, ja? Warum ist das so ein wichtiger Faktor? Ganz besonders sagen wir mal, in einem skalierten Modell, ne? Das ist dann häufig meistens entweder, wenn du, sagen wir mal, 100 Leute dort sitzen hast und jeden Tag telefonieren für dich, Telefonakquise machen oder halt Online-Marketing, ja, wo du, sagen wir mal, am Tag 5.000 Euro ausgibst, ja, also desto mehr, desto höher die Quantität, desto wichtiger ist die Conversion-Rate, ja. Also, desto höher Quantität, desto wichtiger, ja, ist die Conversion-Rate. Ja, ich kürze das mal hier so ab. Okay, also nochmal kurz ein Grundverständnis und das jetzt im Kopf habend, ja, ist sozusagen sehr, sehr wichtig, wenn wir jetzt zum Thema Bedarfsanalyse kommen, denn desto besser wir die Bedarfsanalyse machen, desto weniger wir in Energie, Zeit und Geld in die Bedarfsanalyse reinstecken müssen, um möglichst viel herauszubekommen, desto besser ist auch die Conversion-Rate und desto profitabler ist unser Funnel. Ja? Okay, also nochmal kurz zum Verständnis. Jetzt müssen wir das wieder irgendwie, oh je, am besten hier eine neue Seite machen. Wie geht jetzt das? So, ich will jetzt wieder neu. Wie gesagt, ich mache das jetzt zum ersten Mal. Neue Skizze. Das ist doch mal was. Erstellen. Nein, nicht speichern. Oder warte, speichern. Ah, okay.
Und die ist jetzt weiß. Na, das ist aber super herrlich. Okay. Das ist ja unfassbar. Er macht etwas, was er will hier. So, mal schauen, ob das funktioniert. Ja, okay, passt. Okay, also, wieder zurück zum Thema. Okay, jetzt zur Matrix der Bedarfsanalyse. Ja? Matrix der Bedarfsanalyse. Ja, also weißt du, du kannst es lesen. Und das ist einfach hier so, so ein Kasten hier. Ja. So, ich mach das mal so. Na. Und hier haben wir auf der linken Seite, auf der Y-Achse, haben wir einen Kunden, der entweder also hier haben wir das Problem, der Kunde kennt das Problem nicht. Okay, hier ist das, also auf der Y-Achse ist das Problem. Kunde kennt das Problem nicht. Kunde kennt Problem. Also hier Problem. Okay. Und Kunde kennt Problem und kennt dich sozusagen als Problemlöser. Okay. Ja, warte, warte, warte. Kennt Problem nicht. Kennt Problem. Ach so, nee, Quatsch. Jetzt muss ich es wegradieren. Schauen wir mal, wie es hier geht. So. Ich mache das hier gerade so on the fly. So, ah, es ist sehr hübsch. Also, kennt Problem nicht. Kennt Problem. Ja. Und glaubt oder weiß, Lösung. Okay. Und hier an der Achse, ja, ist die Lösung, ja. Und hier gibt es hier die Möglichkeit, entweder erkennt die Lösung, ja, erkennt die Lösung und erkennt dich und er weiß, dass du die Lösung lösen kannst, sozusagen, bringen kannst, sozusagen. Und er kennt die Lösung. Warte mal. Ah, er kennt dich nicht, na, logischerweise. Dich nicht. Er kennt dich nicht. Und er kennt dich und weiß, dass du die Lösung bringen kannst. Ja? Dich und die Lösung. So, und jetzt hat ist natürlich hier möglich, dass der Fall ist, dass er sein Problem nicht kennt, ja, und auch dich nicht kennt und auch nicht weiß, dass du die Lösung für ein Problem, welches er noch nicht mal kennt. Ja, das wäre hier sozusagen, das wäre die absolut Worst-Case-Szenario der Kaltakquise. Ne? Dann das absolut schönste und beste Szenario ist natürlich hier rechts unten.
Ja, das wird, wenn er dich kennt und auch weiß, dass du die Lösung, der dich kennt und weiß, dass du die Lösung, dass er weiß, dass er ein Problem hat, er weiß, dass es dafür eine Lösung gibt und er kennt dich und weiß, dass du die Lösung dafür auch liefern kannst. Ja? Und dann gibt es eben all diese anderen, letztendlich 3 hoch 3, also insgesamt 3, 3, 3, 27 Möglichkeiten, in welchem Status der Kunde sich aktuell im Zuge der Bedarfsanalyse befinden kann. Und je nachdem muss ich ihm eben ein anderes Marketing ausspielen, beziehungsweise ich muss ihm auch ein bisschen anders mit ihm an der Telefonakquise sprechen. Ne? Ich kann mit ihm natürlich nicht genauso stur meinen Leitfaden runterpinseln, ja, wenn ich mit ihm hier sozusagen, jetzt machen wir mal rot, ja, hier in dieser Phase hier befinde, ja, also wenn er nicht mal weiß, dass er ein Problem hat und mich auch noch nicht kennt, ja, und auch nicht weiß, welche Lösungen ich habe, ja, dann da befinden wir uns in dieser Phase, wenn wir zum Beispiel also komplett blank in eine Firma reingehen, in der Kaltakquise, na, dann kann es zum Beispiel sein, dass es sehr, sehr lange oder etwas länger dauert. Also wir kriegen das meistens bei mir hier bei Client Marketing relativ schnell hin, also teilweise innerhalb von kürzester Zeit, dass wir dann trotzdem einen Termin bekommen. Ja, also wir haben erst letztens wieder einen Fall gehabt, also vor kurzem, da wo man, sagen wir mal, von komplett, der Kunde wusste nicht, dass er halt ein Problem hat, ja, und kannte uns auch nicht und gar nichts und letztendlich innerhalb von wenigen Wochen haben wir dort trotzdem einen Termin bekommen, ja, und auf jeden Fall hier unten, ja, sozusagen ist natürlich das Leichteste, ja, das mache ich jetzt mal irgendwie so, ja, wie kriege ich denn jetzt eine Grün her, das ist doch gar kein Grün. Das ist Grün, also. Ja, das ist natürlich das Allerschönste. Und das ist meistens auch eigentlich das, was die Key-Accounter machen, Account Manager und so weiter. Das ist letztendlich sowas wie Farming. Ja? Und das ist natürlich super easy. Und der große Unterschied, jetzt müsstest du wahrscheinlich sagen, okay, warum machen wir nicht eigentlich nur hier Bedarfsanalyse, ja, mit denen hier, ja, die halt einfach hier total easy sind, ja, die halt sich der Lösung schon bewusst sind und auch uns schon kennen und wissen, dass wir die Lösung haben. Ja, da sind wir jetzt wieder, da wären wir wieder bei dem Sheet davor. Weiß gar nicht, ob ich da jetzt so zurück kann. Achso, das müsste ich jetzt wieder hochsafen oder so. Ja, wir erinnern uns mit dem Funnel. Ich male das hier gerade nochmal auf in grün. Hier unten, die hier, die Grünen, die sind hier unten, ja. Und das sind, eigentlich müsste der Funnel hier noch ganz viel schmaler zugehen, ja. Das sind halt nur ganz, ganz wenige. Also mit einem Wort gesagt, der große Unterschied hier ist die Quantität. Ja. Quantität. Und wenn ich natürlich wachsen will, und jedes Unternehmen will wachsen, sollte auch wachsen und sollte wachsen wollen, und möglichst skalieren will und so weiter, ja, dann kann ich natürlich nicht auf ewig und 3 Tage nur auf meinen Bestandskunden rumnudeln, ja, sondern da muss ich halt einfach schauen, dass ich hier oben die etwas schwierigeren, ja, die hier in dem Fall die roten, ja, hier möglichst immer wieder neue reinbekomme und dann führt eben kein Weg dran vorbei, dass ich halt mit Leuten spreche, die mich noch nicht kennen, ja, oder Leuten spreche, die mich vielleicht schon kennen, aber noch gar nicht mal wissen, dass sie ein Problem haben. Leute, die vielleicht ein Problem haben, ja, das hier kennen, aber mich noch nicht kennen, das wäre dann zum Beispiel hier, ist auch noch nicht so optimal, ja, könnte man hier vielleicht orange machen oder so, ja. Und das ist halt sozusagen die Matrix, die man hier sozusagen für alles wirklich anwenden kann. Das ist sozusagen das Kernstück einer jeden Akquise, Marketing, Sales, was auch immer, ja. Und aufgrund einer wirklich fundierten Bedarfsanalyse und der jeweils auch angepassten Strategiefäden, also Leitfäden oder halt auch ja, letztendlich im Online-Marketing musst du es ja auch nicht anders machen. Du kannst ja nicht einfach
sozusagen eine kalte Display-Anzeige auf Facebook oder LinkedIn ausspielen, ja, mit sofort mit der Handlungsempfehlung bei dir halt einzukaufen. Ja, kannst du vielleicht machen, wird aber nicht so ganz gut funktionieren, also in den seltensten Fällen, weil halt die Leute einfach erstmal sich an dich gewöhnen müssen, dich erstmal kennenlernen müssen und so weiter. Anders als wie wenn du eine E-Mail-Liste hast von Bestandskunden, die schon alle schon mal einmal bis fünfmal bei dir gekauft haben, dann kannst du natürlich dort Links einbauen, die halt direkt bei dir irgendwie auf ein bezahltes Webinar halt kommen oder was auch immer du gerade anbietest. Ja, und das ist eben hier der große Unterschied. Ich hoffe, ich konnte es hier mal mit der Matrix so ein bisschen mit meinem super geilen hier Zeichenboard, finde ich einfach richtig cool, mal darstellen. Also das macht richtig Spaß, viel mehr wie PowerPoint. Ja, und von daher, schreib mal in die Kommentare, ob dir das gefallen hat, ob das sozusagen von der Art und Weise, wie ich hier so hingekritzelt habe, ob dir das besser gefällt als PowerPoint, ja, einfach nur von der Aufmachung, dann würde mich das sehr freuen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.